Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Schwert. Wir befinden uns in Chichester. Und wollen wir mal gucken, wo es jetzt überhaupt hochgeht zu Dings. Zur Arena. Apropos Arena. Ich will die Jansu dafür, Andreas dafür oben haben. Aber wir haben hier eine Boutique. Challenger Uniform Pflanze. So, Feuerkampf auf ihn. Oh nein, 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 niemals. Das sieht zwar ganz interessant aus, aber das sieht auch geil aus. Ich glaube, ich lasse die Wasseruniform. Ja. Ja. Ach so, das. Alles klar. Punk-Shirt, schwarz. Ich kühle sogar mit einem Evoli drauf. Ich würde das gerne haben. Was ist los? Ah ja. Dazu tragen wir rote Sneakers. So, die kann ich also quasi gleich. Oh, ist das hier eine heiße Quelle? Wie geil. Wie geil hat natürlich. Oh, da ist ein Pokéball. Eisspeer. Okay, wenn ich jetzt ein Eis-Pokémon hätte, dann könnte ich es ihm beibringen. Von 2 bis 5 Eis davon auf das Seer. Cool. Ein Glück halten wir uns nicht länger als nötig hier auf. Ja. Oh Mann, ich habe gerade eine riesen Pleite eingefahren. Meine Strategie gegen Gesteins-Pokémon war wohl doch nicht ganz das Wahre. Dabei hatte ich sie mir doch 1:1 von meinem Bruder abgeguckt, so ein Mist. Hier hast du die Liga-Karte des Arena-Reichs, gegen die ich gerade verloren habe. Wird besser, ein guter Glück. Nee, bitte sag mir, dass das jetzt nicht war's. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Nachwuchs da.
Ich dachte, hier wären Eisarena-Leute am Start. Aber bestimmt bloß ein Schild, ne? Um Gottes Willen, danke. Und ich habe natürlich jetzt kein Wasser-Pokémon am Start. Dann bitte ich dich zuerst dort drüben, dich umzuziehen. Ja, machen wir doch. Und diesen Falkrundetektor, den brauchst du für die Arena-Mission. Okay. Und warum? Und wieso muss ich eigentlich in dem Trikot? Dann soll ich dir die Regeln der Arena-Mission von Schild. Gut, dann habe ich ein paar erklärende Worte zum Fallgrubendetektor für dich parat. Überall im Missionsbereich sind unsichtbare Fallgruben versteckt. Wenn solch eine Fallgrube plumpst, wird zur letzt erreichten Plattform zurückgebracht. Der Detektor vibriert stärker, je näher du eine Fallgrube bekommst. Danke für Erfolg. Okay. Okay, das ist ja... ja. Hochrüstung. Habt ihr alle diese Fähigkeit? Weil der weiter so wie es aussieht. Ja, jetzt brauchst du hier allerdings noch hier 10 Level, um sich in die letzte Form zu entwickeln. Könnte ein bisschen schwer werden. Nein! Also okay, da wäre ich ja gar nicht durchgekommen. Das ist gar nicht so einfach. Warum müssen wir Gestalts-Pokémon haben? Ich hätte ja lieber Eis-Pokémon hier gehabt. LOL. Ich
habe jetzt nicht wirklich was dabei. Was selben Dusel. Gegen Gestalts-Pokémon bin ich gar nicht gewappnet. Will. Aber okay, irgendwie muss ich das ja. Oh Gott, danke, Tarnsteine. Das heißt, ich muss dich doch erst besiegen. Warum habe ich mir kein Kampf-Pokémon angeeignet? Sorry. Ja, so unbedingt. Könnte jetzt gerade aus, oder? Ich habe nicht den wirklich Arena-Leiter gelesen, oder? Ja, anscheinend doch. Ich bewerfe mich mit Fossilien, ich fasse das nicht. Also, obwohl, wenn man die Fossilien wenigstens aufheben könnte. Wenn Andreas wenigstens ein paar stärkere Kampfattacken beherrschen könnte. Oh, wirklich? So sehr hat er doch jetzt nicht ausgeschlagen. Wo haben sie sich überall versteckt? Jawoll! Oh warte, Kampfattacken! Wo war sie? Wo war sie? Vergeltung. Stärke 60, naja. Wenn am Ende in der Runde bereits Schaden genommen. Ich kann sie zum Glück mehrmals einsetzen. Ich wusste, dass mir diese TMs irgendwann nochmal nützlich sein werden. Wir müssen weitergehen müssen, auch wenn du nichts siehst. Ja, danke! Ja, danke! Aber Hauptsache ihr seht was. Könnt mich begaffen. Warum ist hier keine? Das ist so, Alter. Ja,
scheiße, wenn man nichts sieht. Hallo, Muggelbaum. Das ist jetzt wirklich nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst. Es ist dein fucking Ernst. Du willst Krieg? Du kriegst den Krieg. Du blöde Tussi, ich hasse dich. Ich hasse dich jetzt schon. Geh dich mit deinem Muggelbaum ausheulen. Oh, glaub mir, fliehen werde ich sowieso nicht. Aber da ist schon schön sein, ne? Ja. Wegen dir darf ich jetzt Beleber einsetzen. Ach, Mann. Man lernt durch Fehler, ja klar, danke. Darf es nicht zu übermütig werden? Ich habe so das Gefühl, dass da vorne raus kann. Ich bin ja auch sehr so nah. Endlich. Ich bin Mac. Tut mir echt leid, aber ich werde diesen Kampf rigoros dafür nutzen, dem Publikum die unübertreffliche Kraft meiner Pokémon zu zeigen. Komm, bringen wir es hinter uns, Challenger. Bist ganz schön von dir selbst überzeugt, oder? Aber nicht so schön, das will ich mal auf. Ich brauche diese Kampfmücke. Okay, das war jetzt... Das kam jetzt unerwartet. Das kam jetzt regelrecht unerwartet.
Ich meine, es ist ja schön, dass er da steigt und so, aber... Ich weiß ja nicht, ob das so geil ist, wenn dafür deine Beteiligung total in den Bach runtergeht. Probleme haben, glaube ich. Könnte sogar die erste Kampf sein, die ich hier verliere. Zumindest der erste Arena-Leiter-Kampf. Das ist immer noch ein Gesteinszug, richtig? Kein Bogenkrieg. Das heißt also, rein theoretisch könnte ich ihm mit ein paar Elektroschocks Einhalt gebieten. Hotrod. Wie viele Pokémon hast du? 4. Initiative. Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich durchaus leben. Ja, so hat eine gute Verteidigung. Der Kampf ist wirklich spannend und er bleibt auch hier spannend genug. Monolith. Alter, was bist denn du? Wieder rein. Tarnstein ist gar nicht gut.
Monte Carlo. Ich bin noch nicht zu Staub zerfallen, ich kämpfe weiter. Wollen wir es versuchen? Auf geht's! Der große Kraftwatzen ab. Niederschlange. Mach dir nichts draus, Andreas. Das ist halt so. Ich treffe hier immerhin gegen ein Dynamax-Pokémon. Aber dafür ist das jetzt Runde 2. Das heißt, nach dieser Runde wird es wieder kleiner. Drachenklaue. Hühnerbrand. Okay. Alter, was hat das denn für eine Fähigkeit, Junge? Okay, wir geben ihn auf. Ja, also jetzt bist du dran. Ja, so nachtief. Okay, du stark. Und dass du meine Initiative siehst, damit kann ich leben. Und Kraftstempel? Alles klar. Ich will mich einfach in ein Loch verkriechen, wobei man in den Löchern hier recht tief fällt. Jetzt bin ich baff, aber ich muss der Realität ins Auge sehen. Du hast mich besiegt, hier, der Gestaltsorden.
Ja. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 50 fangen. Mathe Gedanken über mich, ich muss einfach mehr trainieren, das ist alles. Okay. Und hier ist noch eine Nachbildung von Max Uniform. Ohne die ist es nur halb so cool. Ja, genau. Mich interessiert allerdings nur die Unlichtuniform. Das war ein phänomenaler Kampf. Weißt du was? Ich kenne ein gutes Restaurant in Chester. Lass uns deinen Sieg doch feiern. Oder wollte ich wollte ohnehin was mit dir besprechen. Das Restaurant heißt Steakhouse Leckerpau. Oh, ja. Da können wir gerne hin, aber erstmal überhaupt. Moment, zum Pokémon-Zentrum, der muss hier dahin. Okay, wenn ich hier wieder auf dem Weg zum Pokémon-Zentrum bin, würde ich sagen, was ist das für diese Folge? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann allerdings, macht's erstmal gut und haut rein.